Juhu, endlich Strom sparen. Dafür willst du dir ein Balkonkraftwerk kaufen, um viele Euros an Stromkosten zu sparen. Den Gedanken daran finde ich völlig richtig. Es ist auch im Ansatz eine super Idee. Aber jetzt geht es darum, wie du deine Idee umgesetzt bekommst. Und du denkst dir natürlich, da bietet ein Discounter ein Produkt an, was mir effektiv Geld spart und meine Kosten erheblich senkt. Das Schöne ist, ich hatte die gleiche Idee, denn ich wollte es auch machen, bin aber kein erfahrener Elektriker oder super Fachmann auf diesem Gebiet. Aber ich habe mich da in den letzten Wochen wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und was ich da alles erfahren musste, sowie die wichtigsten Infos zum neuen Aldi-Produkt, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Das Aldi-Balkonkraftwerk kaufen oder nicht kaufen, das ist jetzt die große Frage und jetzt bieten dir natürlich auch Discounter wie Netto oder Lidl Balkonkraftwerke an, die wirklich ähnlich im Preis sind. Okay, jetzt geht die große Rechnerei los. Ist Aldi besser oder Lidl, beziehungsweise ist es besser, sich nochmal bei Amazon umzuschauen? Wo bekomme ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für mein Geld? Und genau mit diesem Thema beschäftige ich mich auch noch zukünftig in meinen weiteren Videos. Also wenn dir das Video gefällt, sehr gern ein Like da lassen, den Kanal abonnieren, damit du nichts mehr verpasst. Vielen Dank dafür. Übrigens auf die Voraussetzungen und Regelungen der Vermieter gehe ich in diesem Video nicht ein. Dafür habe ich dir aber hier in meiner Videobeschreibung einiges verlinkt, damit du weißt, wie du dich verhalten musst, bevor du dein Kraftwerk in Betrieb nehmen kannst. Dann soll es aber jetzt losgehen mit allen Informationen zum neuen Aldi-Kraftwerk. Und die Vorteile von diesem Kraftwerk sind natürlich, du kannst es ohne Bohren oder Schrauben an fast jedem Gitterbalkon montieren. Du erhältst dazu einen WLAN-fähigen Wechselrichter mit integriertem NA-Schut. Weiterhin ist ein 5 Meter Anschlusskabel und ein Schuko-Stecker passend für alle gängigen Wandsteckdosen inklusive. Die Stromproduktion, die ist ganz einfach per App einsehbar, was ich super finde. Und der Kundenservice auf der Aldi-Website, der ist echt lobend zu erwähnen. Hier bekommst du schon mal auf viele Fragen die passende Antwort. Nun hat das Aldi-Kraftwerk auch seine Nachteile. Der erste Nachteil ist, du produzierst hier eine Gesamtleistung von ca. 350 WP. Üblich sind inzwischen eher 600 bis 800 WP und momentan erlaubt sind maximal 600 WP. Aktuell per Petition im Bundestag soll aber verhandelt werden, ob der Höchstwert nicht auf 800 WP hochgesetzt wird, was wirklich sehr wahrscheinlich ist. Du siehst, sollte der Wert erhöht werden, produzierst du dann hier vielleicht nur 50% vom maximal erlaubten. Weiterhin ist die mitgelieferte Montagehalterung wirklich ausschließlich nur für Gitterbalkone geeignet und die Ausrichtung der Solarpaneele kann deswegen nicht optimal angepasst werden, was dir dann nochmals später einen Leistungsverlust bescheren kann und deine Stromproduktion hier deutlich minimiert. Dazu kommt natürlich noch, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis, was Aldi hier anbietet, auch kein Schnäppchen ist, sondern wenn man sich die Konkurrenz so ein bisschen betrachtet, ist das eher ein grober Mittelwert. Das nächste sind die Garantien. Aldi bietet nur 3 Jahre Herstellergarantie. Auf den Wechselrichter, Fachhändler geben da oft weitaus längere Garantien, was hier wirklich sehr wichtig ist. Und hier ist natürlich meiner Meinung nach der größte Haken an diesem Produkt. Denn vergiss bitte nicht, dass sich dein Balkonkraftwerk erst bei den jetzigen Strompreisen nach ca. 3 bis 4 Jahren amortisiert. Und hier kommt es natürlich darauf an, was du für Verbraucher in deinem Haushalt hast, wie viele Personen diese nutzen. Aber sollte dann schon nach 3 Jahren mal etwas bei der Technik kaputt gehen und du musst nachkaufen, dann verlängert sich natürlich diese Amortisierungszeit erheblich und du zahlst wohlmöglich drauf. Das möchte eigentlich keiner, denn schließlich kauft man gerade diese Produkte, um schnellstmöglich viel Geld zu sparen. Besser ist dann natürlich eine höhere Stromproduktion mit anderen Angeboten und höherer Leistung. Hier sollte man dann beachten, zu upgradefähigen Wechselrichtern zu greifen, denn dann kannst du später auch die Leistung erhöhen, falls sich die gesetzliche Regelung von 800 WP durchsetzen sollte und du musst dann nicht zweimal kaufen. Aber wem es reicht und wer diesen Markt erstmal erkunden möchte bzw. in diesen Markt einsteigen möchte, dann ist das natürlich möglich und jetzt kommen wir erstmal zu weiteren Details dieser Anlage. Das Aldi Balkonkraftwerk Starter Set enthält 2 Solarmodule mit Perk Zelltechnologie und je 175 WP Leistung, was dann wie gesagt einer Gesamtleistung von ca. 350 WP entspricht. Der WP, ausgesprochen Watt Peak, der steht dabei für die Höchstleistung unter
optimalen Bedingungen. Denn wie schon gesagt, im Alltag werden solche Idealwerte allerdings meist gar nicht erreicht. Das Set enthält außerdem noch einen NEP-Wechselrichter mit einem Spitzenwirkungsgrad von ca. 95,5%, was wirklich guter Durchschnitt ist, sowie eine Ausgangsspitzenleistung von maximal 600 Watt, womit er den in Deutschland geltenden Bestimmungen entspricht. Besonders praktisch, dieses von Aldi vermarktete Solovoltaik-Set wird mit einem 5 Meter Anschlusskabel inklusive Schuko-Stecker geliefert, der einfach in die Steckdose gesteckt werden kann. Mit dem WLAN-Modul und der kostenlosen NEP-Viewer-App für Android oder Apple iOS können natürlich Nutzer außerdem die Leistung und den Status der Mini-Solaranlage jederzeit überwachen, was ich echt sehr gut finde. Darüber hinaus bietet das Aldi Balkonkraftwerk eine 25-jährige Leistungsgarantie, 80% Nennleistung auf die Solarmodule und eine 10-jährige Material- und Verarbeitungsgarantie auf die Solarmodule. Und wie gesagt, der Rest der Technik inklusive Wechselrichter hat nur 3 Jahre Garantie. Das bei diesem Discounter-Deal mitgelieferte Montageset ist ausschließlich für die Anbringung der Mini-Solaranlage an einem Gitterbalkon mit einem Handlauf von ca. 5 cm gedacht. Dabei erfordert es grundsätzlich zum Glück keine umfangreichen Vorkenntnisse oder baulichen Veränderungen, was hier wirklich sehr positiv zu bewerten ist. Für die optimale Leistung, so Aldi, empfehlen wir eine Südausrichtung der Solarmodule, aber auf keinen Fall eine Nordausrichtung. Achte dabei unbedingt darauf, dass die Paneele, der Wechselrichter und das Kabel so platziert werden, dass alles vor Unwettern geschützt ist. Nächstes Thema, musst du deine Aldi-Anlage genehmigen lassen, und wichtig ist hier, besondere Vorsicht gilt bei Altbauten. Hier solltest du dich darüber informieren, ob gegebenenfalls Vorschriften zum Denkmalschutz bzw. andere Dinge zu beachten sind. Außerdem solltest du dich wirklich rückversichern, dass deine Stromleitung und dein Stromzähler modern genug sind, um eine solche Anlage zu installieren. In jedem Fall musst du natürlich das Heimkraftwerk deinem Stromanbieter melden und beim Marktstammregister registrieren. Das Marktstammregister unterliegt dann der Bundesnetzagentur. Es ist ein Register für den deutschen Strom- und Gasmarkt. Klar, typisch Deutschland. Jede Anlage, die Strom und Gas erzeugt, und jede Person bzw. Organisation, die Anlagen, Netzbetreiber oder Energielieferant ist, muss sich hier registrieren. Genauere Infos findest du nochmal hier direkt in meiner Videobeschreibung. Wer seine Mini-Solaranlage hingegen an einem anderen Standort montieren will, findet zum Beispiel online auch Balkonkraftwerkhalterungen für Flach- oder Ziegeldächer, Garagen, Fassaden oder Rasenflächen. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch noch, gibt es Fördergelder für das Aldi-Balkonkraftwerk? Und hier kann man nur sagen, dass in immer mehr Städten und Kommunen Balkonkraftwerk-Einsteiger Zuschüsse bei der Anschaffung einer Mini-Solaranlage beantragen können. Über die genaue Förderungssumme kann ich leider nicht sagen, da sie von Ort zu Ort unterschiedlich ist. Von welchem Hersteller diese stammen, ist dabei unerheblich. Wichtig ist nur, dass die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind. Und jetzt kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Im Vergleich zu den Discounter-Konkurrenzprodukten von Lidl, Netto oder Kaufland ist zwar die Stromproduktion von Aldi etwas geringer, aber der Preis annähernd gleich. Nur hat das Lidl-Produkt dann auch einen kleinen Haken, denn hier gibt es arge Probleme bei der Installation, denn hier ist keine Steckdose verbaut und alles muss extra ein Elektriker installieren. Das hat natürlich dann auch nochmal zur Folge, dass die Installation erheblich teurer wird. Hier können mal bis zu 300 Euro zusätzlich anfallen. Und wer jetzt denkt, ja, ich kann auch zu Netto greifen, nein, auch das Netto-Produkt hat Kanten und Ecken. Hier bekommst du keine Halterung und musst diese wiederum dazu kaufen. Weiterhin gibt es noch andere arge Probleme mit den Wechselrichtern und anderen technischen Details. Auch der Kundenservice ist bei diesem Produkt wirklich nicht gerade lobenswert. In meiner Vorbereitungszeit habe ich natürlich sehr viel Medien genutzt, Fachzeitschriften und auch YouTube. Und gerade hier bei YouTube gibt es natürlich noch Fachkanäle. Die beschreiben euch das nochmal richtig bis ins kleinste Detail hinein. Zum Beispiel gibt es da den Kanal von Der Fachwerker oder auch Andreas Schmitz. Und diese gehen, wie gesagt, nochmal ganz genau auf die Themen ein. Ich habe euch beide Kanäle in meiner Videobeschreibung verlinkt. Und wer da noch mehr Interesse hat, wirklich tief in die Materie einzutauchen, der kann diese Kanäle mal besuchen.
Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Produkt. Das von Aldi vermarktete Solovoltaik-Balkonkraftwerk, das wahlweise quer bzw. hochkant an einem gängigen Balkongeländer montiert werden kann, das lässt sich zum Beispiel auch bei einem Umzug wieder rückstandslos entfernen. Das macht das natürlich auch für Mieter interessant, die im Außenbereich weder bohren noch schrauben dürfen. Positiv zu bewerten ist außerdem, dass bei diesem Set außer zwei Solarmodulen und dem obligatorischen Wechselrichter auch ein passendes Schuko-Kabel mit Stecker enthalten ist, denn bei vielen anderen Balkonkraftwerkanbietern muss man das bei der Bestellung extra noch auswählen und teilweise zusätzlich bezahlen. Wie schon mehrfach erwähnt, schade es natürlich, dass die Maximalleistung beider Paneele zusammen nur 350 Watt erreicht, obwohl bis zu 600 Watt erlaubt sind oder vielleicht später dann sogar bis zu 800 Watt. Somit eignet sich diese Lösung vor allem für Single-Haushalte, die wenig Strom verbrauchen, oder halt für Einsteiger, die einfach nur mal im Supermarkt eine Solaranlage kaufen wollen und sich mit diesem System vertraut machen möchten. Um es kurz zu sagen, schlecht ist dieses Angebot von Aldi nicht und im Vergleich zur Discounter-Konkurrenz finde ich natürlich diese Lösung dann doch schon umfangreich und gut gestaltet, mit wenig Problemen behaftet, gerade was die Installation und auch die Nutzung betrifft. Zumal auch der Kundenservice auf der Internetseite hier von Aldi sehr umfangreich ist, was ich persönlich wirklich sehr schätze, denn die meisten von uns, mich eingeschlossen, sind natürlich auf diesem Gebiet keine Profis und zum Einsteigen in die Materie kann man dieses Produkt vielleicht empfehlen. Ich persönlich werde aber noch abwarten und dann wirklich in ein Produkt investieren, was mir die maximale Leistung bietet und das wird natürlich definitiv teurer sein als die Aldi-Anlage, aber dank austauschbarem Wechselrichtern dann auch zukunftsfit und mit höherer Strom. Es gilt natürlich, wenn die Werbung noch so bunt, billig und schön ist, sollte man immer zweimal hinschauen und sich erstmal mit diesem Thema beschäftigen. Gerade Anfängern kann man raten, hier mal einen Fachmann aufzusuchen und in eine kostenfreie Beratung zu gehen. Ich bleibe für euch an diesem Thema dran und wenn ihr noch mehr Informationen haben möchtet, dann schaut euch wie gesagt gern die super Videos der hier verlinkten Kanäle an zu diesem Thema und hinterlasst mir gerne in den Kommentaren eure Eindrücke und Erfahrungen. Damit sage ich Tschüss, bye bye und winke winke, sehr gern bis zum nächsten Video.